Ken, sehr stark. Liz, Gefährtin von Dan. Liz, sehr stark. Liz, kaputt machen. Oh. Endlich. Jetzt kann ich mich mit mir unterhalten. Ich muss mit mir mal Tacheles reden. Schön, dass der Raum gespiegelt ist. Hallo. Hallo. Wie geht's? Ach, ja. Oh. Ah. Und dir? Ach ja. Das ist gut. Ja, doch. Fitz Randolph ist toll. Was? Fitz Randolph liebt uns alle. Das Wort toll benutze ich nie. Die Zeit der Veränderungen ist gekommen. Veränderungen, um toll zu sagen? Veränderungen, damit Fitz Randolph das erste Monster im Kongress wird. Liz wurde klar, wenn sie wieder sie selbst sein wollte, musste sie ihr anderes Ich von Fitz Randolphs Joch befreien. Leute, genau so laufen teilweise Chatgespräche mit euch ab. Wenn ich dann angeschrieben werde mit Hallo, ich antworte dann mit Hallo, und dann kommt, wie geht's? Gut, und dir? Auch. Schön. Und dann ist Ende. Okay, hier haben wir eine Tasche liegen. Sie könnte Liz gehören. Woher kann ich sie haben? Die Garderobiere hat sie mir gegeben. Sie meinte, die steht mir. Wenn ich mich beim Durchwühlen der Tasche erwische, werde ich mir sehr böse sein. Sie ist voll merkwürdigem Zeug. Mal sehen. Ein Kabelbinder. Und ein Magnet. Ach, toll. Oh, besser, die zwei Dinge zu haben, als sie nicht zu haben. Contra, und wozu will ich sie haben? Richtige Antwort. Ich. Hallo, hallo. Hi. Hast du Nagellack in Neonblau? Nein, obwohl ich gern welchen hätte. Seit gestern Nachmittag habe ich solche Lust, mir die Nägel neonblau zu lackieren. Ich auch. Seit ich vom Zeppelin geflohen bin. Geht mir auch so. Erstaunlich, wie ähnlich wir uns sind, Liz. Ja. Weißt du, woher ich weiß, dass du nicht ich bist? Aber Liz, ich bin du. Wegen der Schminke. Ich würde mich nie so anmalen. Ah, damit habe ich nichts zu tun. Die Chefin der Make-up-Abteilung hat gemeint, das sind die richtigen Farben. Meine Güte, die stehen dir überhaupt nicht. Fitz Randolph liebt uns alle. So schlimm? So sehr, dass ich mich meinetwegen schäme. Bin sofort wieder da. Ah, Tasche, Tasche, Tasche! Tasche! Nora, bist du da? Wie ärgerlich. Tasche! Was ist los? Die Make-up-Chefin ist nicht da. Und sie hat all ihre Utensilien mitgenommen. Ach, wie ärgerlich. Meine Worte. Fitz Randolph ist toll. Ich muss dir ein paar Kleinigkeiten über Fitz Randolph erzählen. Fitz Randolph hat dir eine Gehirnwäsche verpasst. Und ich bin ihm dafür dankbar. Sowas muss man sauber halten. Fitz Randolph ist toll. Du bist vom Zeppelin geflohen. Erinnerst du dich? Natürlich erinnere ich mich. Ich hatte mich geirrt. Fitz Randolph liebt uns alle. Er ist ein Freund von Dan Murray, dem Idioten. Nein, von dem Idioten? Ja, Liz, von dem Idioten. Das kann nicht sein. Ich glaube dir nicht, Liz. Lassen wir das Thema Fitz Randolph. Ich werde immer dabei bleiben. Fitz Randolph ist toll. Bis dann, Liz. Bis dann, Liz. Verwirrend. Entweder war das schon so, oder irgendjemand hat die Knöpfe durcheinander gebracht. Wollt ihr mich zum Weinen bringen? Nein. Ach du Scheiße. Aber das ist ja Anne-Marie. Auch wenn es Liz noch nicht wusste, war die Hilfe ihrer Schwester Anne-Marie absolut unerlässlich für sie. Wie würde die Hilfe wohl aussehen? Anne-Marie Allaire. Auszeichnung für ihr Musikstudium an der Juilliard School von New York, der angesehensten Hochschule für Musik und Schauspiel des Landes. Beängstigend, dass Anne-Marie BWL in Kalifornien studiert hat und gleichzeitig Musik in New York. Jeden Tag hat sie die Strecke mit dem Flugzeug zurückgelegt. Aber das war nicht alles. Währenddessen hat sie die Zeit genutzt, um ihre Lehre als Stewardess zu absolvieren.
Ich kann es nicht da wegnehmen. Anne-Marie ist sehr stolz darauf. Anne-Marie Allaire, Master in Betriebswirtschaftslehre der Spitzenuniversität Stanford, Kalifornien. Kurbel. Wenn man die Kurbel dreht, bewegt sich der Schreibtisch und wird zum Liebesnest. Ach nein, wenn man sie dreht, dann löst sie sich. Das ist ja einfach und effektiv. Ja, total. Ist da noch mehr oder war das das jetzt? Ich glaube, ich habe Queenie beobachtet, als sie es malte. Ich habe mir die Hände lange nicht gewaschen. Ich mache es lieber nicht schmutzig. In Los Angeles ist man mit 35 älter als die meisten Gebäude. Delia Ephron. Nein, zu hoch. Hä? Hi, Anne-Marie. Willkommen, Elizabeth. Die Galerie Allaire bedankt sich bei dir, weil du Queenie zu diesen 5 Bildern inspiriert hast. Du hast mit ihr gesprochen. Endlich. Ich wusste, dass ihr euch irgendwann versöhnt. Inkorrekte Schlussfolgerung. Sie hat mit Kurier eine Nachricht geschickt. An das Voodoo-Bild gehängt. Ach ja, ich sah, wie sie es zu malen begann. Klammer auf. Ich hoffe, es hat dich nicht zu sehr belastet. Klammer zu. Boah, wie nervig. Weswegen sollte mich ein Voodoo-Bild belasten? Wegen dem, was passiert ist, als Papa und Mama uns nach New Orleans mitnahmen. Was ist denn passiert, als Papa und Mama uns nach New Orleans mitnahmen? Du erinnerst dich immer noch nicht, oder? Eine alte Frau, eine Hexe, schenkte euch eine Puppe und versicherte euch, dass, wenn ihr 2 Gegenstände von einem Menschen an der Puppe anbringt, der Mensch dann zur Voodoo-Puppe würde. Und genau das habt ihr getan. Wie haben wir die Voodoo-Puppe denn gebastelt? Ihr habt einem Mädchen eine Haarsträhne abgeschnitten und an der Puppe angebracht. Später habt ihr eines ihrer Tücher genommen und daraus einen Rock für die Puppe genäht. Was ist mit dem Mädchen passiert, dessen Sachen wir an der Voodoo-Puppe befestigt haben? Ihr habt gesagt, dass die Puppe euch versehentlich in den Matsch gefallen wäre. Und nur wegen der Voodoo-Gesetze sei dem Mädchen unmittelbar darauf genau dasselbe passiert. Das Mädchen ist stinksauer geworden und wir haben es nie wieder gesehen. Wie hieß das Mädchen, an dem wir Voodoo ausübten? Erinnerst du dich wirklich nicht? Sie hat Jahre bei uns gelebt, als Kindermädchen. Ihr Name war Stacy. Stacy. Der Name sagt mir nichts. Merkwürdig. Jahrelang warst du wie besessen von ihr. Du hast sie mit allem verglichen, was dir unter die Augen kam. Eine Vase, ein Kran, eine Tasche, Klammer auf, alles, was groß war. Nein, ehrlich gesagt erinnere ich mich nicht an sie. Aber in letzter Zeit ist mein Gehirn etwas strapaziert worden. Außer Klavier spielst du doch auch andere Instrumente, nicht wahr? Ich habe Diplome in Klavier, klassischer Gitarre, Geige, Violoncello und Schlaginstrumenten. Warte mal, in Violoncello noch nicht. Da fehlt mir noch ein Jahr. Was ist denn passiert, als Papa und Mama... Was hältst du von dieser ganzen Geschichte? Dass Queenie und du Stacy in den Brunnen gestoßen habt und euch später die Verbindung mit der Puppe ausgedacht habt, um euch die Predigt zu ersparen. Und, dass Magie nicht existiert. Und Ende. Schluss mit dem Thema Voodoo. Es scheint so, als hättest du immer alles unter Kontrolle. Man darf sich niemals von Gefühlen leiten lassen, Elizabeth. Sogar, wenn du Caps Lock absolut und schrecklich verärgert Caps Lock bist. Denk daran, untersuche deine Gefühle mit Distanz. Und Absatz. Mir ist etwas sehr Seltsames passiert. Ich habe mit mir selbst gesprochen. Elizabeth,
Du machst sowas ständig. Punkt. Klammer auf. Mal sehen, Komma, wann du dich zusammenreißt und es sein lässt. Punkt. Klammer zu. Bis dann. Bis dann. Ausrufezeichen. Oh, nervig. Gut. Dünn. Okay, wir waren in 30, 41. Ah, hier kommen wir her. Fitz Randolph ist gut. Was? Fitz Randolph liebt uns alle. Ha! Jetzt weiß ich, wer die andere Liz dazu bringt, solchen Blödsinn zu reden. Da ist etwas drin. Renn! Fitz Randolph. Ein Fallschirm? Die Autos werden doch von Tag zu Tag unsicherer. Fitz Randolph liebt uns alle. Oh Gott. Ich werde langsam müde. Fitz Randolph ist gut. Da ist eine Platte drauf. Wie eine LP, aber größer. Ich würde die Platte gern anhalten, aber die Roboter sind viel stärker als ich. Fitz Randolph liebt uns alle. Er bestimmt den Arbeitsrhythmus der Roboter. Jetzt ist er dran. Fitz Randolph ist gut. Hey, Pausbacke! Pausbacke? Merkwürdig. Er kann mich weder sehen noch hören. Fitz Randolph umso besser. Liebt alle. Mal sehen, wie er darauf reagiert. Der merkt überhaupt nichts. Ist gut. Der hat schon genug davon. Fitz Randolph liebt uns alle. Oh, die Musik ist krass. Ich könnte das Ding entmagnetisieren, aber es geht nicht. Fitz Randolph ist gut. Das Teil ist viel zu klein, um von Nutzen zu sein. Ich könnte versuchen, ihn damit stillzulegen, wenn er viel kleiner wäre. Fitz Randolph. Durch diesen und den anderen kommt die Stimme, die mein anderes Ich manipuliert. Wenn es mit dem Phonographen nicht geklappt hat, dann hier noch weniger. Fitz Randolph. Gehen wir erstmal zum Knopf. Das müsste Murray sein. Oh, 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 was haben wir? Es ist ein Musikinstrument und als solches passt es nicht zu mir. Nimm's trotzdem. Puh, es heißt, die werden aus Tierinnereien gemacht.